Nein, ich schaff dich nicht. Es ist 18.20 Uhr. Vorsicht, bleib weg von der Kamera. Schlüssel muss in der Ruhe. Lino, geh da raus aus dem Dreck. Hinüber. Lino, komm her. Es ist zum Lernen. Prost. Komm her, Kloppi. Und jetzt genießen wir diesen wunderbaren Abend. Um 6:30 auf Nacht, wo die Sonne da hinten noch lacht. Mein kleines Negerkind. So mega darf man nicht sagen. Doch. Bist du farbige? Nein, mega sagt man nicht. Das ist schon vorne. Farbige bist du. Farbige. Was heißt denn nicht? Shut up da drin. Wer nicht mitmacht, der ist nicht drin. Rino! Rino! Guck mal. Ganz cool. Wieso viel ist der Papa ist ganz. Ich bin so blau auf Hawaii, drum schrei ich hier. Ich knutsch dich wieder in Hawaii, drum bin ich hier. Karis Alarm! Ja. Der Rino spielt aber, mit einer Glock. Aber das, guck mal, er hat es doch im Matsch getan. Ja, ist er Sau. Ja. Papa. Kommt sie nicht mehr ins Wohnmobil, nein, bleibt sie da. Wer? Glock, hat er Pech gehabt. Die darf sie auch haben. Ja, gib sie her, die ist schon matschig. So ist mit meinem Ring. Guck mal, hier bist du so blass. Ja, da war der Ring dran. Siehst du, wie blass ich eigentlich bin? Gib mal kurz hier, an dieser Stelle wirst du noch braun. Ja, ein bisschen, aber ja, so. Aber bei weitem nicht so wie du, schau mal an. Ih, afrikanisch, weg. Kannst nicht mein Kind sein. Aber ich bin kein Kind. Das kann jetzt. Ich war so lange in der Sonne. Ja, haben wir so viel Barbecue gemacht. So viel Barbecue. Mama Barbecue mit der Mama, schau dir mal an, wie zerkratzt die ist. Ja. Sieht ja geil aus. Ja. Sieht aus, als wäre sie im Fett gewesen. Ja, mach's halt hier am Tisch, mach's halt drüben am Tisch. Ja, ich mach's hier am Tisch. Meine Herren, das ist so. Meine. Das ist zum Lernen. Papa, mach mal so. Die Mama ist. Ja, schau mal, du musst das so machen. Trocknet das Mäckchen. Wo ist der Blättiglüffel? Was macht denn mein Wasser? Kocht noch nicht kann. Ja, willst du die Erna in die Luft jagen? Nee. Ja, dann werde ich noch mein Wasser schauen. Papa, an einer Stelle, an einem Metall, die Bänder drin. Ja, jetzt bringen wir Besuch. Prost auf Karl Soest, den größten Säufer aller Zeiten. Nach mir. Ich hab nicht, was du warst. Das ist Alkohol. Das ist in Vino Veritas. Navitum. Producto de España. Wie alt ist der? 2009. 2009. Ein Moment, ich komme gleich wieder. Also 4 Jahre alt. Papa, ich komme gleich wieder. Ja, ja, das ist ja ganz schön alt. Geh. So einen alten Rotz trinkt der Papa. Ja, Papa. So, was ist denn nun? Was ist? Was, Papa? Was ist? Was ist, Papa? Nun? Ich schmier eine miese Katze für mein Wochenhaus. Schenk mich
Na, lass das, dass du so wirst. Außerdem steht doch da, dass es hier mäßig ist. Ja, also, was hast du denn für Probleme? Ein siamesisches Muckelkätzchen. Was willst du jetzt mit dem schmarren? Kein Schmarren. Schmarren? Nein. No. Das habe ich von meinen Freunden. Schmarren. Guck mal. Uno, dos, tres. Cuatro, cinque. Set. Sette. Otto, ocho. Neuf. Ino. Wende. Du fällst um. Das weiß ich nicht. Wende uno. Wende duno. Duo. Keine Ahnung. So weit bin ich mit meinem Spanisch noch nicht. Hasta la vista, Baby. Hasta la vista. Gib mal Bussi. Karies-Alarm. Karies-Alarm. Wir sind zwar Spanier gekommen. Ja. Die wundern sich. Hey, no! Nino! No! Schau mal, wie weit die Frau da macht. Guck mal, bis 1000 da. Ist das die 1000 da? Ja, das ist die 1000. Meine, bis zu 1000. Ja, die 1000 sind immer mindestens vier Zahlen. Ja? Also in dem Fall die 1000, 1 und 3 Millionen. Uno, dos, tres. Du weißt doch nicht alles. Nino, hör auf! Was ist das für eine Zahl? 820. 820. 830. 840. 840. In vino veritas, Prost. Nostrovie. Salute. 8. Was ist das? 850. 8050. Nee, was ist das? 850, 860. 860, 870. 870. 870, nicht 1000. 870. War doch nicht vier Zahlen, oder? 880. 880, nicht 800. Papa. Schau mal. Wir haben auch Fische. Oh, Salemino. Was steht da? Für? Das müsstest du eigentlich schon lesen können. Für so viel. Ü-R. Für. Für so viel. Für so viel, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Scheuern. Einmal Kloppi, einmal Kloppi, Kloppi, Mann, Whiskas dran. Katzen würden Whisky saufen. Papa, was ist das? Das sind Arm-Tattoos. Kannst du mir eins dran machen? Nein, jetzt noch mal, das muss ich erst einmal lesen. Motiv ausschneiden. Schutzfolie abziehen. Tattoo. Papier mit dem Schwamm anfeuchten und ca. 20 bis 25 Sekunden warten. Das Trägerpapier vorsichtig abziehen und trocknen lassen. Dieses Tattoo lässt sich mit etwas Creme oder Hautöl entfernen. Ach so, was aber auch. Wer macht sich schon ein Tattoo und vor allem ein Whiskas-Tattoo? Oh. Das hat die Frau. Katzen würden Whisky saufen. Whisky? Whisky. Da drin ist eine Ruhe auf den billigen Plätzen. Wer sich da drin aufhält, der hat nichts zu melden. Sagst du auch, gell? Ja. Die Kampfmutter kommt. Achtung! Die Kampfmutter erscheint! Ich hab einen heißen Tee dabei. Ja, ein Tee. Den willst du uns ins Gesicht schütten. Und dann machen wir. Ich kann nicht mehr trinken, wenn ich das mache. Ich glaube, ich mache die ganze Arbeit im Sechser, das ist doch ein herrlicher Abend. Da ja. Drüben noch alles pralle Sonne und hier eiskalter Schatten. Ja, schön. Lala. Mein herrliches Sangria. Meine herrliches Sangria. Dann wird mein Wein wenigstens nicht warm.
Warte mal, kannst du noch bitte aufmachen? Wieso kannst du dein Sangria saufen wollen und nicht aufmachen können? Nicht? Ja. So eine blöde Plastik. Papa, die Frau hat mir einen Schuh. Wie heißt die Frau noch? Gabi. Die Gabi. Gabi. Gabi, mein Gabi, so, so mein. Ich noch auf der Platz. Ja, Gabi. Gabi, mein Gabi, mein, muss das schon richtig gemein sein. Ich hatte seinen Stuhl. Da Gabi. Ich Gabel. Gabi. Gabel. Gabi. Gabel. Was will er mit dem Becher? Ich trinke mein Wino aus der Flasche, weil dann bin ich wenigstens so richtig prallend. Mama, hol mir bitte ein Ding. Also, außerdem habe ich so die Kontrolle drüber, dass ich schon eine halbe Flasche gesoffen habe. Und siehst du auch so? Nee, das sehe ich so nicht. Weil so sehe ich nur, was ich im Becher drin habe und nicht in der Flasche. Viel zu wenig in der Flasche drin. Die haben so ein riesen Loch. Ja, wirklich. Wie groß ist das? Heute aber, ist Niklausabend. Aber wie groß bist du in der Flasche? Wie groß bist du? Bis zum Mond und zurück. Je größer die Flasche, umso besoffener der Papa. Ein W. Ein A. Ein B und ein I. Na, was schaut das aus? Ja. Verkorkstes Herz. Herzschmerz! Was steht da? Ja, Sophie, Gabi. Das hättest du aber selber hinschreiben müssen. Ja, echt, ey. Kannst du nicht schreiben oder was? Was bist denn du für ein Kind? Ein Lernunwilliges. Oh. Ach, ich bin gesegnet. Karies! Das ist doch nicht an deinem Mund! Du. Karies! An der Stirn! Du Mistvieh! Ich schau dir alle Haare ab. Ich greif dir alle Haare ab. Ich mach dir gleich einen Zopf. Du musst das sagen. Versuch doch. Nein, ich mach dir gleich einen Zopf. Das ist ja... Du Rassistenkind. Das ist ein Pimente Negra ist das. Ich bin ein blöder kleiner Europäer. Mein Deutsch kann ich ja nicht sagen, weil Deutsch ist nur eine Vermutung. Das weiß ich nicht. Naja, aber es ist eine ehrlichere Vermutung als die deutsche Vermutung, weil ich schreibe es ja nicht in einem Ausweis rein. Das ist mein! Das esse ich dir ja auch nicht. Hey, das ist meins! Das ist meins! Das rustikale, wie nennt man das hier? Rustikale Bauernbrot mit spärlicher Bosshandel. Nee. Wieder Vorsicht mit der Kamera. Von Pascal. Du musst sagen, was die hier ist. Du isst ein Brot, ein Bauernbrot mit spärlicher Wurst. Was Bauernbrot ist das? Ja, das ist spanisches nicht. Bauernbrot. Wie hat der immer so die gesagt, Mama? Der Pascal, so die Katze. Echo. Nuka. Der was? Hat immer Nuka, so die Katze. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. So viel. Nugat. Ich weiß nur eins. Weißt du, was das von Wenn Deutsch im Ausweis steht, dann ist es ein Betrug, dann ist es eine Täuschung, eine Vortäuschung falscher Tatsachen. Und dann will sich jemand bereichern und damit ist der Tatbestand des Betrugs erfüllt. Bloß ist kein deutscher Staatsanwalt in der Lage ist, hat, dagegen was zu machen. Hast du dir die Namen abgeschnitten? Ja. Warum? Warum? Weil ich es hinter mir haben wollte. Mit was? Mit dem Leben. Warum? Was hast du denn gemacht? Nix. Nur, so wie das Leben ist, mit den Sklavenhaltern ist es nicht lebenswert. Papa, ist das schlimm, das hier? Ja, es geht. Könnte schlimmer sein. Und der Papa hat sich als Zeher erwiesen. Schau, hier ja. Hast du dir so. Zeh wie Leder und so. Ja, und weil ich wusste, dass es so nicht funktioniert, habe ich es das nächste Mal so probiert.
Funktioniert halt beides nicht. Papa, weißt du, was das ist? Aber die machen doch so rum. Schaut aus wie ein Gremlin. Sag mal hier, man macht doch so hier, oder? Nein. Wenn du so schneidest, kann man die Ader wieder zusammennehmen. So. Wenn du so schneidest, nicht mehr. So, und warum? Wenn es nicht erwischt. Allerdings ist die Ader nicht an der Stelle. Die verläuft hier irgendwo. Nein! Papa, guck mal, was ist das? Gut, Herr Rio. Wie sieht das aus? Das soll doch froh sein. Papa, das ist ein... Mama, das ist... Also, weil es nicht geklappt hat, muss ich jetzt Family on Tour machen. So eine Kacke. Ist doch voll geil, das Family on Tour. Wir sind hier in Spanien, können weg von spanischen Rotwein trinken. Was ist das? Nee, können nicht, müssen. Mami. Wenn das Leben erträglich ist. Ist das nicht schön? Warte mal, da hast du auch... Ja, mach die Dings nicht kaputt. Was ist das? Die Eisenbahn. Hey, stell dir vor, ich hab heute geduscht. Ich auch. Ja, ich auch. Aber ich hab mir auch die Haare gewaschen. Wir haben uns auch die Haare gewaschen. Du hast dir den Schaden nicht gewaschen. Standardschnauze. Das hört sich auch an. Oh! Standardschnaps. Geil, das höre ich auch das erste Mal. Standardschnaps. Nein, machen wir eine Zigarette holen. Lass mir eine Zigarette machen. Gibt es da irgendwelche nicht Standardschnauzer? Oder sind nicht? Das ist so ein Durchschnittsmeckerer, ist das. Ich hab die ganze Zeit.